Moin Leute, wir sind heute auf der Spoga. Wir sind schon angekommen. Wir haben schon eine relativ lange Zugfahrt hinter uns. Und wir haben schon gleich etwas entdeckt, wo wir jetzt mal hingehen werden. Und ja, ich würde sagen, seid gespannt. Uns haben wir als erstes USG gefunden. Und schaut mal! Bei der Spoga ist es ja so, dass die hier Händler ihre Kollektion bestellen können. Und ab jetzt kann man hier auch meine Kollektion bestellen. Die ist jetzt nämlich ganz, ganz neu. Und es wird eine Schabracke geben mit Fliegenmütze. Dann eine Putztasche mit all meinem Putzzeug. Das kennt ihr ja vielleicht schon. Und dann noch diese mega coolen Halfter in zwei verschiedenen Farben. Mit Strick dann natürlich. USG hat natürlich nicht nur unsere Sachen dabei, sondern auch deren eigenen Sachen. Hier sieht man mal ein bisschen. Als nächstes geht's jetzt zu Cavallo und vielleicht sind auch schon meine neuen Stiefel dabei, aber das werden wir dann jetzt sehen. Schaut mal, es gibt den Linus Slim in einer neuen Farbe und zwar in Grau. Der ist einfach mega, mega schön und auch in Blau. Der sieht auch mega cool aus und dort gibt es jetzt auch wieder verschiedene Varianten, auch mit Glitzerstein und so. Der ist einfach mega, mega schön. Und dann gibt es noch einen anderen neuen Stiefel. Und zwar ist das der Signature, der ist auch richtig, richtig cool. Das ist eher ein Springstiefel. Hier sehen wir den auch nochmal in einer ganz ausgefallenen Farbe. Und den finde ich auch einfach mega, mega cool, weil da kann man auch ganz viele verschiedene Varianten nehmen. Schaut mal, also es ist ganz neu, das ist jetzt grau und ich finde das mega cool, weil ich generell gerade auf so einem Grautrip bin, weil es mega schön ist und dann vor allem der Glitzerdetail und so finde ich richtig cool. Hier mit dem praktischen Gripleder in der Innenseite, ja. Das kennst du ja schon von dem Vorgänger. Aber ich finde ihn auch gerade in der Abstimmung grau mit dem schwarzen Schnürsenkel, der schwarzen Sohle und dem schwarzen Haftleder ganz besonders schön. Ist auch meine Lieblingsfarbe. Tja, wenn das mal kein passender Stiefel ist, dann weiß ich es auch nicht. Wow, ja? Mega. Sehen die toll aus. Wow. Nummer zwei. Traum. Sorry. Tja, das ist genau so, muss der Stiefel sitzen. Perfekt. Okay, ja. Super. Das ist ein Klasse. Ne? Sieht so toll aus. Ja. Mega. Ja. Leider ist mein Dressurstiefel noch nicht so weit, deswegen habe ich jetzt einen Springstiefel bekommen. Und zwar ist es der Linus Slim. Den hatte ich ja letztes Jahr auch schon in Braun. Und den gibt es jetzt halt in einer ganz neuen Farbe, und zwar in Grau.
Und den habe ich jetzt bekommen und der ist einfach extrem schön. Ich zeige euch den nochmal von nah. Also das Glitzer ist einfach extrem cool. Und er sieht auch einfach mega edel aus. Wir werden jetzt mal weitergehen. Das ist einfach mega cool. Ich freue mich mega, denn jetzt habe ich einen neuen Stiefel. Richtig cool. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen planlos rumlaufen und schauen, was uns dann über den Weg kommt. Wie ihr wisst, habe ich diesen Helm schon und ich habe ihn auch schon in dieser Farbe. Aber den gibt es jetzt auch in so einem schlichteren Blauton. Den finde ich mega cool, weil das so ein bisschen besser zu meinem Turnieroutfit passt, weil das ist ja so etwas knalliger und das ist ja schwarz, also passt auch sehr gut. Aber jetzt gibt es auch noch so ein richtig edles, dunkles Blau. Und da muss ich euch noch etwas zeigen. Schaut mal, und zwar ist es dieser Helm, den finde ich einfach mega cool, weil der ist ja an sich relativ schlicht, aber durch diesen goldenen Rand ist der einfach mega, mega cool und sticht so richtig heraus. Den finde ich mega schön. Und den gibt es auch noch einmal in, beziehungsweise mit einem Chromrand und den zeige ich euch jetzt auch nochmal. Was ist das für euch? Ah, was haben wir denn da? Schau mal! Oh mein Gott, Leute, schau mal, was für kleine Schuhe ich gerade gefunden habe. Die sehen gerade irgendwie voll groß aus, aber die sind einfach extrem klein. Hier sieht man sie auch nochmal, im Gegensatz zu so einem Riesending. Das kriege ich gar nicht richtig auf die Kamera. Ich weiß, es gibt auch noch kleinere, aber das hat mich gerade ganz schön erstaunt. So, wir sitzen jetzt schon wieder im Zug. Wir haben vorhin noch die Judith getroffen von Pony-Schwestern und auch noch die Scarlett von Soul Wars. Den haben wir dann auch noch Hallo gesagt und so ein bisschen mit denen gequatscht. Und ja, für uns geht es jetzt gerade wieder nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr meine neue Kollektion findet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!